Seewaschung oder das Schwimmen zählen nicht zu den Dingen, die das Fasten brechen. Also darf man während des Fastens schwimmen und sich waschen. Was aber das Fasten bricht, ist, wenn etwas Wasser durch den Mund geschluckt wird und in den Magen gelangt. Daher muss man mit höchster Vorsicht schwimmen und ständig darauf achten, dass es ja kein Tropfen Wasser geschluckt wird. Wegen der Schwierigkeit, dies zu bewerkstelligen, empfehlen wir besonders das Schwimmen während des Fastens zu unterlassen.